Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns in den letzten beiden Videos mit der quadratischen Bézier-Kurve beschäftigt und heute möchte ich euch noch rasch zeigen, was die kubische Bézier-Kurve ungefähr kann. Und die kubische Bézier-Kurve programmieren wir mit, also wir setzen sozusagen einen Punkt und die beiden Händler mit dem Befehl Bézier Curve To. Und hier seht ihr, es werden 6 Parameter übergeben, nämlich einmal die kubische Bézier-Kurve hat 2 Händler und einmal wird hier in XA und XYA wird der erste Händler, der Punkt, auf dem der sitzt, definiert und mit XB und YB wird der zweite Händler übergeben. Und X und Y selber bezeichnen dann den Punkt, der gesetzt wird. So, und dazu schauen wir uns am besten dann auch nochmal die Wikipedia an, wo das, finde ich, wunderbar gezeichnet wird. Unter dem Stichwort Bézier-Kurve findet ihr hier zur kubischen Bézier-Kurve folgende Grafik. Und ihr erinnert euch ja noch daran, dass die quadratische Bézier-Kurve durch 2 Punkte definiert wird, P0 und P2 und einem zusätzlichen dritten Punkt, der hier P1 genannt wird und P1 ist sozusagen der Händler und Händler, das kommt jetzt von dem englischen Wort, das ist sozusagen das, womit man die Bézier-Kurve dann einstellt und verschiebt, das wird in Zeichenprogrammen, wird das mit so einem kleinen mit so einem kleinen Verschiebedingens, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, angezeigt. Da kann man draufklicken und kann dann diesen Händler verschieben und je nachdem ändert sich dann auch die Kurve. Meistens wird das sofort ausgerechnet. Man sieht also, wenn man den Händler herumschiebt, was für eine Kurve bekomme ich. Das haben wir hier natürlich so eine schicke Sache auf der Canvas von JavaScript nicht. So. Die kubische Bézier-Kurve, die auch relativ häufig benutzt wird, die hat nun 2 Händler und diese beiden Händler, die hier mit P1 und P2 angegeben werden, zwischen denen läuft jetzt auch wieder ganz normal erstmal so eine diese grüne Linie hier. Da wir jetzt aber plötzlich 3 Linien haben, so wird, um sozusagen einen eindeutigen Punkt zu definieren, zwischen diese grüne Linie noch diese blaue Linie gelegt. So, und auf der blauen Linie wandert jetzt ganz normal mein Punkt weiter herum. Und dort, wo der Punkt ist, wird die Linie gezogen. So, und das Ganze ergibt dann in diesem Fall diese rote Linie. So, das schauen wir uns jetzt nochmal an, wie wir das programmieren. Bézier-Kurve muss ich hier angeben. Dann hier auch nochmal Bézier-Kurve. So, und ich trage jetzt einfach erstmal irgendwelche Punkte ein, so wie mir das gerade lustig ist. So, und dann gebe ich jetzt was weiß ich mal an. 100 und 100. Und hier gebe ich auch mal an 100 und 100. Und dann speichern wir das Ganze ab und schauen uns an, was wir getan haben. So, und jetzt seht ihr, die Kurve hat sich deutlich verändert. Die erste Linie wird herausgezogen und das Ganze sieht relativ gleichmäßig aus. Die zweite Linie hat sich aber deutlich verändert und hat tatsächlich auch einen relativ komplexen Schlenker schon drin. Und das liegt einfach daran, dass die Kurve in 2 verschiedene Richtungen gezogen wird. Und damit muss natürlich dann auch die Kurve sich verändern. So. Und wenn wir uns die Werte nochmal anschauen, naja, am besten ist es jetzt natürlich, wir machen uns hier nochmal eine Verdeutlichung hin und das kann man,
erstmal verändern wir die Farbe. Ups, oder Fill Style ist gleich, dann machen wir mal Dark Orange. So. So, jetzt zeichne ich mir meine Punkte mit dem Befehl Fill Rect und dann übernehme ich einfach mal alle Händlerpunkte, die ich hier gesetzt habe. Das wäre einmal auf 100, 100. Und dann möchte ich Punkte 3 haben, also 3 Breite und 3 Höhe. Und dann ziehe ich hier nochmal einen Punkt ab, damit das dann schön mit dem Mittelpunkt von dem 3x3 Pixel großen Rechteck auf unserem Händler drauf sitzt. So, das ist das Erste, was ich mache. So, und dann setze ich für die anderen Punkte eben auch noch die Rechteckfunktion und nehme ich einmal 99,199 auch wieder 3. Und hier nehme ich dann das 100, 100 hatte ich ja schon. Und hier nehme ich 179 und 119. So, und dann speichere ich das Ganze ab und schaue mir mal an, was jetzt sich so verändert hat. Ja, okay, also hier müssen wir erst nochmal die Werte angeben, richtig. Sonst klappt das alles so nicht. Ah, okay, hier ist auch nochmal ein Wert falsch gesetzt worden. So. Ja, und wie ihr seht, sehen wir hier, ja, das liegt auch daran, man muss richtig schreiben können. Erstmal nur 2 Punkte, aber jetzt sehen wir die 3 Punkte. So, und jetzt seht ihr, der erste Punkt, der sitzt nämlich hier oben. So, und der ja, berührt im Prinzip gar nicht die erste Linie. Also die ist wird davon nicht groß beeinflusst, aber der zweite Punkt, der hier unten sitzt, der zieht jetzt die Linie hier zwischen den beiden Punkten, zieht er in seine Richtung. Und ihr seht, das ist jetzt nicht mehr ungefähr die Hälfte, sondern das ist wohl eher ein Drittel. Ein Drittel trifft das ganz gut. So, die zweite Kurve, die ist so ein bisschen komplizierter geworden. Und zwar wird auch hier der Händler genommen. Jetzt läuft zwischen den beiden Händlern, aber diese Änderung relativ steil, also von hier und nach hier, so, weshalb diese Kurve nicht viel in Richtung des ersten Händlers ausbricht. So, dann wird das Ganze hier nach verschoben und dass hier hinten so ein kleiner Schlenker ist, so ein Absatz, liegt einfach auch daran, dass zum Schluss die Funktion sich immer mehr hier diesem letzten Händler annähert oder diese Zeichnung und dadurch wird die dann in die Richtung des Punktes gezogen. Das kann ich vermeiden, indem ich den Punkt, also diesen Händlerpunkt, jetzt zum Beispiel hier oben hinsetze, dort wo mein Mauszeiger gerade drauf zeigt. So, ich kann euch nur raten, mit dieser Bézier-Kurve viel zu spielen. Das ist eine tolle Funktion, man kann eine ganze Menge damit zeichnen und vor allem auch ganz nette Animationen machen. Aber so ganz so einfach ist die am Anfang nicht zu verstehen. Je mehr Erfahrung ihr mit solchen Bézier-Kurven habt, umso leichter könnt ihr die natürlich bedienen. Ist ja auch selbstverständlich, ist ein blöder Spruch, ich weiß, aber klar. Aber diese Erfahrung muss man erstmal sammeln. Und weil die Berechnung erstmal so ganz hintersinnig ist, ist das auch nicht ganz so einfach. So, besorgt euch GIMP oder schaut mal, ob ihr nicht schon ein Zeichenprogramm habt, was die Bézier-Kurve schön bedient, was das auch deutlich macht. So, und spielt da ein bisschen mit herum. Wie gesagt, das ist so eine Sache, da kann man relativ viel schöne
Funktionen sich aufbauen, ne? Und das wäre schade, wenn ihr das nicht nutzen würdet später für eure ganzen Grafiken oder vielleicht eben auch für ein Spiel. Gut, so. Also, wir müssen sechs Funktionen übergeben oder sechs Parameter übergeben. Hier Händler.1, Händler.2 und dort, wo der Punkt selber sitzt, also der eigentliche Punkt. Und das Ganze wird aufgerufen mit Bezier Curve 2. Alle anderen Sachen gelten, also was die Linie betrifft, genauso wie bei den normalen Linien, die wir bisher hatten. Gut, das war's jetzt erstmal für diesmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.